Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und wir spielen endlich Stronghold Warlords. Es ist gestern rausgekommen am 9.3. Das Video kommt entweder am 10. oder am 11. Und holy moly musste man lange warten. Es sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen. Lange Zeit gab es keinen Release-Termin. Dann hieß es September, dann glaube ich Januar, dann März und na gut, jetzt ist es endlich rausgekommen. Leider muss man sagen, heftig kritisiert schon. Grafik soll nicht gut sein, Gameplay soll nicht gut sein. Es ist nichts wirklich Interessantes, es ist nichts Spannendes, es ist zu weit vom Classic Stronghold entfernt. Und die Truppenkapazität soll irgendwie bei 120 oder sehr niedrig liegen. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber sehr, sehr niedrig sein. Und man kann anscheinend mehr Gebäude bauen als Truppen besitzen. Und man muss sagen, das hört sich echt schlecht an, weil mehr Gebäude als Truppen. Also was ist das für eine Kriegssimulation? Also du kannst mehr Gebäude bauen, als Menschen da wohnen. Beziehungsweise als du Truppen kontrollieren kannst. Und das ist ja wirklich sehr fernab der Realität. Und naja, das hat dann mit der Simulation auch nicht mehr so viel zu tun. Aber ich will es jetzt hier gar nicht kritisieren. Ich wollte euch das nur schon mal vorweg... Ich wollte es nur schon mal vorwegnehmen. Nicht, dass ihr das... Oder dass das irgendwie im Nachhinein auch kommt. Ich bin auf jeden Fall hyped. Ich habe schon lange kein Stronghold mehr gespielt, beziehungsweise kein neues Stronghold mehr. Letztes Jahr habe ich sowohl Stronghold 2 als auch Stronghold 3 auf meinem Kanal gespielt, beziehungsweise das war 2019. Nochmal beides komplett als Let's Play werde ich euch oben verlinken. Und ja, wir spielen natürlich jetzt allererst die Kampagne, ist ja das Interessanteste. Und das Ganze, wie man es hier schon sieht, spielt in Asien erstmals. Das ist das allererste, na gut, okay, das Asien an sich kam schon vor. Bisher bei Jerusalem und sowas. Beziehungsweise, das ist ja auch Asien, aber das ist jetzt wirklich sehr im Osten, ja, und beinhaltet, soweit ich das schon gesehen habe, auch Hideyoshi Toyotomi und Tokugawa wahrscheinlich auch und Nobunaga und so, also die ganzen asiatischen bzw. japanischen Kriegsherren und so weiter und so fort sind da dabei und das dürfte eigentlich ziemlich nice sein. Wählt eure Schwierigkeitsstufe, eine Spielerfahrung für jene... Oh. Kann man die... Ah ja, ihr könnt die Schwierigkeit jederzeit während der Missionsbesprechung anpassen. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach normal. Stronghold-Spiele sind für ihren relativ hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Eigentlich nicht. Aber gut. Wir bei Firefly streben danach, das Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Die KI ist hart, aber fair. Wenn ihr bereits einige Stronghold-Spiele gemeistert habt, solltet ihr auf diesem Schwierigkeitsgrad starten. Aha, ja, komm, okay, dann halt auch schwer. Die Dschungelkönigreiche. Ein neuer König. Nach dem Tode des Königs der Tuk liegt die Verantwortung für das Volk nun bei seinem Sohn Tuk Pan. Okay. Puh, jetzt lass mich nicht lügen. Also das hier müssten die Philippinen sein. Also ist das hier... Es müsste Vietnam... Nein, es ist Thailand, glaube ich. Ja. Ich glaube, es ist Thailand. Yikes, Geografie, Über Boys. Viele Generationen hinweg haben die Hun-Könige über das Königreich der Van Lang geherrscht... und durch Technologie und Industrie viele Verbesserungen umgesetzt. Die eingeführten Bewässerungsmethoden haben zu einer zuverlässigen Versorgung mit Reis als Grundnahrungsmittel für eine wachsende Bevölkerung geführt. Doch ihre Dynastie war auch von ständigen Kriegen gezeichnet, die einen hohen Tribut von den Dörfern und Städten des Landes forderten. Der König der Hun ist versessen darauf, sein Land zu vergrößern. Deswegen wendet er seinen Blick nun auf die Stämme im Norden und sendet seine Armeen dorthin aus. Okay. Ein neuer König Achso, das ist jetzt nochmal... Ne, es ist nicht das, was sie vorgelesen hat. Wieso liest sie das nicht vor? Im Norden von Van Lang gäbe es viele Stämme, die am Fuße der Berge dank der furchtbaren Länder ein gutes Leben führten. Doch der Stamm der Tuk ist in einer prekären Lage. Sein Anführer war gestorben, sein Sohn Fukpan musste nun schon in jungen Jahren seine Stelle als König einnehmen. Sein Volk ist stolz und unverwüstet und seine Krieger sind kriegserfahren, doch die benachbarten Stämme glauben, sie haben eine Schwachstelle entdeckt. Sie gehen davon aus, dass ihr neuer Anführer unerfahren ist. Gemeinsam wollen sie den neuen König durch einen schnellen Angriff vom Thron
stoßen. Überlebt die Invasion aus dem Dschungel, erweitert eure Wirtschaft, nehmt die Kriegsherren in den nahegelegenen Ländereien gefangen. Ah, nice, man kann hier... das ist schon cool, wenn eine Mission echt schwer oder einfach nur abfuckmäßig nervig ist, kannst du es hier ändern, direkt. Also halt, verlierst und instant änderst. Das ist cool. Hinweise. Bewegt alle eure Truppen in das Dorf. Oh, naja, die lesen wir uns noch nicht durch. Das sind die Hilfen quasi, wenn du nicht weiterkommst. Wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst. Ja, ich würde sagen, wir ziehen es uns mal rein. Und übrigens, sorry, wenn die Stimme von der Dame sehr laut war. Das Problem ist, ich habe es mir vorher angeschaut im Multiplayer, so die Geräuschkulisse, also aneinander angepasst, weil du kannst SFX, Musik und Sprache alles voneinander einzeln einstellen. Aber diese Zwischensequenz-Lautstärke, die war jetzt einfach ganz anders. Also die kann man anscheinend nicht einstellen, was ich ein bisschen blöd finde, aber naja. It is what it is. Boah, das sieht cool aus, dass es so anfängt. Eine Nachricht von Tukfan. Tukfan. Hör zu mir, meine Krieger. Heute werden wir siegen. Ja, das ist jetzt wieder so leise, das verstehe ich nicht. Das ist Sprachausgabe. Ich weiß nicht so, bei solchen Spielen ist es immer schwierig, weil manche Sachen sind überlegen, laut, manche sind nicht leise. Ich möchte euch raten, eure Krieger in der Nähe des Burgfrieds zu behalten und sie dann in den Kampf zu holen. Wir werden angegriffen. Ich warte nur auf euren Befehl. Okay, muss man jetzt erstmal reinkommen. Okay, finde ich ein bisschen blöd, dass mir direkt reingeschmissen wird. Wir konnten sie abwehren, aber es sind noch mehr auf dem Weg, Hoheit. Wir sollten unsere Truppen verstärken, bevor sie ankommen. Ja, I see. Das ist unser Vorratslager, glaube ich. Wie viele Bauern habe ich denn? 8, okay. Wir können nur Reisfelder und Holzfäller bauen, oder was? Keine Unterkünfte, keine Militärgebäude. Oh doch, Unterkünfte, aber ich kann keinen Steinbruch bauen. Hä? Okay. Not quite sure, wie man das hinkriegen soll. Okay, aber hier oben auf jeden Fall können wir unsere... Was sind das? Blasrohr-Stammeskrieger aufstellen. Keine Ahnung, warum die hier unten stehen sollten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn das Fernkämpfer sind. So. Das hier sind auch nochmal zwei Blasrohr-Stammeskrieger. Zwei, was ist das? Speer-Stammeskrieger, okay. Eine alte Taktik, easy durch die Kampagne durchzukommen, ist eigentlich den Burgherrn zu benutzen und mit dem zu kämpfen. Weil der ultra stark ist, sehr viel AP hat und die meisten Gegner one-shottet. Also, naja, nicht one-shottet, aber halt innerhalb von Sekunden tötet. Wenn normale Truppen halt deutlich länger brauchen. Können wir dann vielleicht auch machen, wenn wir nicht weiterkommen. Aber ich meine, wir können ja eh nichts machen. Wir können keine Truppen ausbilden. Oder? Achso, nee, nevermind, hier sind ja, oh. Machen wir hier für einen Sammelpunkt von denen, machen wir da oben. Sammelpunkt, Rechtsklick, Sammelpunkt platzieren. Ah, Doppelrechtsklick, my bad. Okay. Ja, dann haben wir das ja eh schon. Und dann machen wir noch hier 5 von den Boys. Wer die bevorstehende... Es ist sehr beruhigend, dass unsere Truppen jetzt stärker sind. Und gerade noch rechtzeitig. Ich sehe schon Truppen am Horizont. Ja? Wo siehst du die? Oh, ja, hier schätze ich mal. Los, Blasrohr Boys, zerstört sie. Eine Nachricht von Tukfan. Solide Verteidigung, mein Freund. Danke. Eure Befehlsgewalt erfüllt mich mit Stolz. Jetzt müsst ihr nur noch beweisen, dass ihr ein Dorf genauso gut wie eure Soldaten führen könnt. Mit all diesen Farmen sind unsere Kornspeicher bald reichlich gefüllt und wir können die Reisrationen steigern. So brauchen wir zwar unseren Reisbestand schneller auf, aber ihr werdet bei der Bevölkerung noch beliebter, Eure Exzellenz. Eure Exzellenz. Denkt daran, Hoheit, wir müssen unseren Beliebtheitsgrad hochhalten, damit wir neue Bauern ziehen. Mhm. Wie wäre es, wenn ihr noch mehr Reisfelder anlegen würdet, damit die Bauern mehr Essen erhalten? Sie noch mehr? Zu mögen. Wir haben 482 Reis, ja moin. Find's aber cool, es ist einfach mal was anderes, muss man sagen. Moment mal, ist das hier der gegnerische Burgherr? Wieso kann ich den jetzt nicht einfach angreifen und umbringen? Oh, wait, what? Das ist zwar nicht die Mission,
Aber das könnte ich doch legit mal probieren, oder? Ich habe hier ziemlich viele Soldaten. 12. 14. Wie viel Gold haben? Wo sieht man eigentlich das Gold? Ah, hier unten. 22, 23. Ich weiß nicht, wie man Gold bekommt, ehrlich gesagt. Es muss hier irgendwie auch Steuern geben. Ah, hier, Steuersatz. Niedrige Steuern. Ah, ja. Oh, okay. So. Dann holen wir uns noch zwei Soldaten. Vielleicht noch so einen Blasrohrtypen. Ich denke mal, die Blasrohrtypen, die hier stehen, sollten die Verteidigung da oben eigentlich alleine hinbekommen. Dann machen wir mit 20 von denen und drei Blasrohrtypen greifen wir jetzt den Typen an. Wir gewinnen einfach, bevor wir die Reisrationen aufgebraucht haben. Verdoppelt dann meine ich. Yeah, macht sich fertig, Jungs. Oh, was ist mit euch? Stellt euch neben einen Kriegsherrn, um ihn gefangen zu nehmen. Oh, mit meinem. Selbst die Mächtigen brauchen manchmal etwas spirituelle Hilfe. Ah, nee, ich glaube. Nee, ich glaube, ich muss nicht mit meinem Burgherrn dahin. Nein, nevermind, geh du mal zurück. Ich glaube, das passt schon so. Der gehört jetzt denn mir, oder was? Er ist ja voll nice. Das sind diese Warlords. Ich glaube, die haben dann auch Fähigkeiten und so. Ich denke mal, darüber werden wir wahrscheinlich im Laufe der Kampagne schon noch lernen. Oder er hat jetzt wieder volles Leben und ist wieder gegnerisch. Das könnte natürlich auch sein. Also wäre dämlich, warum sollte man mit seinem Burgherrn dahin laufen? Die Leiste müsste jetzt eigentlich voll sein, oder? Ja. Es ist auch, jetzt ist er auch verbündet. Kann ich den Typen, aber ich kann ihn nicht befehligen. Na, ich kann ihn nicht befehligen, aber er gehört jetzt zu mir. Cool. Sehr cool. Das heißt, aus der Richtung haben wir eigentlich nichts mehr zu befürchten. Ich lasse dem aber mal drei von diesen Typen da stehen. Ja, wartet mal, ich verteidige ihn etwas besser, als er sich selbst verteidigt hat. Und dann vielleicht noch trotzdem hier wieder ein paar Leute hinschicken. Nur zur Sicherheit, falls sonst backstabben würde. Man kann ja nie wissen, bei diesen Dschungelkriegern. Okay, ja gut, das ist mit dem Reis haben wir irgendwie nicht abgeschlossen. Warum nicht? Weil ich hier auf doppelt klicken muss, oder was? Naja. Ist eure Beliebtheit gewachsen. Das bedeutet, dass wir die Steuern erhöhen und mehr Gold für die Schatzkammer sammeln können. Safe. Die Wirtschaft unseres Dorfes blüht. Allerdings geht uns langsam das Holz aus. Ich würde euch empfehlen, ein paar Holzfällerlager zu bauen, Sire. Hat er gerade Sire gesagt? Untersteht nun eurem Befehl, eure Exzellenz. Oh mein Gott. Klickt auf den Button Kriegsherren, um die entsprechende Karte zu öffnen. Also. Nachricht von Tukfan. Es ist Zeit, aus dem Schatten hervorzutreten und gen Zukunft zu blicken. Sehen wir, was eure Krieger können. Ein König kann die Kriegsherren der Nachbarländer gefangen nehmen. Das schreckt all jene ab, die ihn noch herausfordern wollen. Ihr müsst einen Kriegsherren erst im Kampf besiegen, bevor er euch die Treue schwört. Also was mich triggert, ist, dass der Typ einfach Sire vorgelesen hat. Like, what the hell? Also entweder Sire oder einfach gar nichts. Aber wer sagt denn Sire? Was für ein Cringe. Auf der Karte seht ihr einen Überblick über das gesamte Schlachtfeld. Mhm. Ihr kennt eure Ländereien an dem Symbol eures Burgherrn. Die anderen Ländereien gehören den ansässigen Kriegsherren. Ihr könnt sie erobern, um strategische Vorteile zu erlangen. Klickt auf den gerade gefangenen Kriegsherrn, um die verfügbaren Erlässe für ihn zu sehen. Das Schwein, Erzeugung von Diplomatiepunkten steigern. Eine schlaue Entscheidung, eure Hoheit. Die Lieferungen sind auf dem Weg. Jeder Kriegsherrentyp hat eigene Erlässe, sowie einen einzigartigen Vorteil, wenn er eurem Befehl unterliegt. Ist das hier der Vorteil, Erzeugung von Diplomatiepunkten steigern oder was? Ja, aber cool, ich kann mir jetzt hier einfach Reis von dem holen. Holen wir uns mal ein bisschen Fleisch.
eine Nachricht von Tupfan. Nice. Erfüllt von Ehre erhebt sich der Tuk-Clan. Ihr habt euch meines Vertrauens würdig erwiesen. Doch hier sind wir noch nicht sicher. Ich kann halt keine Soldaten mehr ausbilden, weil ich zu viel Gebäude gebaut habe. Wir müssen noch einen weiteren Kriegsherrn gefangen nehmen, bevor die anderen Stämme uns in Frieden lassen. Man sagt, es sei sinnvoll, Freunde zu haben. Ja, wir haben halt... wir haben halt zu wenig Bauern. Weil wir keine Gebäude bauen können. Das ist ein bisschen Yikes, muss ich sagen. Aber gut. Egal, ich würde sagen, wir greifen uns einfach mit denen hier an. Das sollte schon passen, denke ich. Kann man ja auch Kolonne bilden? Viereck-Formation. Okay, ich schätze mal, es ist die Kolonnenformation. Was ist der Unterschied zwischen Angriffs- und Abwehrstellung? Ändert sich überhaupt nichts. Weird. Wo sind meine Blasrohrkämpfer? Die stehen dahinter. Okay, perfekt. Attacke! Bringt sie alle um! Nein, wir haben die Barriere einfach mit Blasrohrkämpfern zerstört. Okay. Stehe ich neben ihm? Ich kann es nicht beurteilen. Ich unterstehe ja eurem Befehl. Eine Nachricht von Tupfan. Ein weiterer Kriegsherr gehört nun zu uns. Der Wille der Tuk ist ungebrochen. Oh, ach, das war's schon. Cool. Ja, nice, muss schon sagen. Also es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein ganz normales Stronghold, würde ich sagen. Wir spielen noch die zweite Mission, aber schon mal ein kleines Feedback. Ja, es spielt sich eigentlich wie ein ganz normales Stronghold. Die erste Mission hat ein bisschen die Angst, dass wir keine, aber ja, man muss jetzt bedenken, die erste Mission ist ja wie ein Tutorial im Endeffekt. Weil wenn jemand noch nie Stronghold gespielt hat, hätte er keine Ahnung, was er da macht eigentlich. Vielleicht, naja, wobei es eigentlich ziemlich simpel ist, aber trotzdem. Ja, da muss man natürlich dazu sagen. Deswegen schon okay, wenn es ein bisschen einfacher anfängt, aber naja, gut. Ach, kommt da kein Intro mehr? Ach, das Intro kommt nur ganz am Anfang. Was ist denn das hier? Über viele Generationen... Ah ja, okay. Nachdem er seine Macht vergrößert hatte, richtet sich Tuk-Fan blickt nun auf die Grenzregionen, auf die es die Hung-Truppen abgesehen haben. Es dauert nicht lange, bis Tuk-Fan von den Stämmen entlang des Flusses respektiert und gefürchtet wurde. Mit der Ausstrahlung und der Energie eines jungen Anführers schaffte er es, immer mehr Menschen hinter sich zu vereinen. Die Armeen des Hung-Königs nähern sich in der Zwischenzeit immer weiter der Grenze. Die Angst über eine bevorstehende Invasion macht den nördlichen Stämmen zu schaffen. Um eine Chance gegen das Imperium zu haben, muss Tuk-Fan die verstreuten Stämme zu einer gut ausgebildeten Armee mit starker Disziplin vereinen. Stärken, baut Waffen und rekrutiert Truppen. Nehmt die Kriegsherren in den nahegelegenen Ländereien gefangen, stürmt die Burg und tötet den Hung-König. Beschützt den Fürsten um jeden Preis. Okay, nice Brusthaare, by the way. I appreciate that. Spaß. Okay. Eine Nachricht von Tupfan. Wir befinden uns am Rand des Wirkungsbereichs des Imperiums. Haltet Ausschau. Der Außenposten der Hung, der sich in der Nähe befindet, wird uns schon bald bemerken. Mir ist gerade noch eng. Häuser ermöglichen es euch, eure Bevölkerung wachsen zu lassen, Hoheit. Noch sind unsere Häuser etwas klapprig. Das wirkt sich negativ auf eure Beliebtheit aus. Ein weiser Herrscher würde besseren Wohnraum bauen, um beliebter zu werden und mehr Bauern anzuziehen. Eine Kritik ist mir gerade noch eingefallen aus irgendeinem Video, das sie vorher mal hochgeladen haben. Diese Siedlungen einnehmen wollen.
Um unsere Armee richtig auszustatten, benötigen wir Waffenschmieden, die uns Bögen und Äxte herstellen. Außerdem eine Waffenkammer, wo wir sie lagern können. Dann hat irgendjemand gesagt, dass das Wasser sich, glaube ich, extrem schnell bewegt hat. Und ich muss sagen, es ist ein bisschen, das ist, glaube ich, immer noch so. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich geändert haben. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, müsste jetzt das Video raussuchen. Das war bei so einem Preview-Video am Anfang. Vor Release. Hab's natürlich auch da schon ein bisschen verfolgt. Ist ja eh klar. So, Holzfäller. Dann ein paar Reisfelder. Dann noch eine Unterkunft. Dann wahrscheinlich sicherheitshalber noch ein Holzfäller. Holz braucht man am Anfang immer extrem viel, später dann eigentlich gar nicht mehr. Stadtgebäude generiert Diplomatiepunkte. Okay, hat ein Baulimit. Waffenkammer. Wo ist unser Vorratslager? Hier, die muss auf jeden Fall daneben. In dem Fall davor. Und eine Axtschmiede. Zack. Sonst können wir eh nichts bauen. Okay, was haben wir an Soldaten? Nur die Larrys, die da stehen. Really? Das ist fast ein bisschen wenig, oder? 3-3 ist das. Was für eine Überraschung. Er hat mehr Soldaten als wir. Es ist... Ich muss sagen, das ist mir ein bisschen zu nah. Like, what? Der Typ steht halt direkt vor... Also, schau dich das mal an. Was ist das hier überhaupt? Oh, ihr seid das, Hoheit. Ich habe gerade vor mich hingeträumt. Cringe. Ja, also ich meine, das ist ein bisschen nah, oder? Also das steht ja quasi in meiner Stadt steht er ja drin. Like, what the hell? Ein bisschen crazy. Oh, wir haben 24 Bauern? Wow. Wow, wir haben 24 Bauern. Holy moly, da können wir ja komplett übertreiben mit der Produktion. Und das soll hart sein? Das ist der schwierige Schwierigkeitsgrad? Seems nicht wirklich schwierig. Die größte Schwierigkeit ist, dass mir gerade das Holz ausgegangen ist. Für 2 Sekunden. Jetzt haben wir haben immer noch 21 Bauern. What? What the hell? Naja, gut, die Holzfäller sind alle gleich geschaltet. Da kommt gleich die nächste Lieferung. Oh, eine interessante Sache wäre noch GameSpeed. Den GameSpeed erhöhen. Da gab es früher eine Taste für. Mist, was war denn das nochmal? Da konnte man dann quasi einfach so, wenn du halt jetzt gewartet hast, dass irgendwie Waffen produziert werden, konntest du halt einfach die Spielgeschwindigkeit erhöhen. Dass du halt einfach diese Wartezeit überbrückst ein bisschen. Ich kann mich gerade... Also, wäre es nur P ist Pause? Yes. War das Ü? Nee. B ist Unterkünfte, glaube ich. Genau. Barracks. Boah, welche Taste war... War das Tab? Nee. Ah, oh, Plus war es, glaube ich. Oh, ja, Mann. Plus war es. Ich wusste es. Plus und Minus. Okay. Machen wir mal Spielgeschwindigkeit auch schnell, weil wir warten jetzt im Endeffekt auch noch auf die Waffenproduktion. Pretty much. Baut 2 Axtschmieden. Genau, da warten wir jetzt noch kurz, bis wir das abschließen. Einfach nur zur Sicherheit. Also diese Stammeskrieger, die brauchen keine Waffen. Die kann man einfach nur für Gold anheuern. Also mehr oder weniger Söldner einfach nur. Oder halt, du machst deine Bauern halt so... Einfachen Soldaten. Da ist der Hilfsbogenschützen und Hilfsaxtkämpfer. Leicht gepanzert. Pfeil- und Axtkämpfer. Okay. Machen wir unsere Fernkämpfer mal hier rüber. Dann bilden wir doch mal ein paar Jungs aus, ja? Ihr benötigt Waffen, Hoheit. So, wir haben 275 Gold. Gar nicht so wenig. Rekrutiert 5. Ah, ja. Unser Weg zur Ehre ist frei, mein Freund. Kleine Schritte führen uns zielstrebig zu einem großen Umbruch.
Wollen wir denn einen großen Umbruch? Du willst doch Herrscher bleiben, oder? Wäre nicht ein großer Umbruch, dass du nicht mehr Herrscher bist? Aber gut. Also die Typen sind im Endeffekt so ähnlich wie die Vogelfreien früher. Halt so ihre Camps und laufen da mit ihren Leuten Eine rum. Nachricht von Tukfan. Nicht so Späher interessant. berichten von einem großen Hung-Trupp, der auf dem Weg hierher ist. Wusste ich es doch. Man lässt uns hier nicht in Frieden. Ein schrecklicher Kampf steht uns bevor. Doch wir müssen dem Hung-Imperium zeigen, dass wir sie nicht fürchten. True. So, ich habe gerade gesehen, wir haben ziemlich wenig Gold, aber wir haben auch ziemlich wenig Reis. Was mich ein bisschen wundert, aber wir haben ja doch so extrem viele Bauern. Daran liegt es wahrscheinlich. Moment, was ist das hier? Ach so, Leute, die bauen da noch Dinge ab. Yeah. Ja, wir haben zu viele Bauern. Deswegen haben wir auch Unser so wenig. Reisbestand nimmt zu, Ja, Hoheit. jetzt nimmt es langsam zu. Alright, dann müssten wir sie eigentlich Die Truppen haben. der Hung werden schon bald eintreffen. Wir sollten mehr Truppen zur Verteidigung ausbilden, mein Herr. Okay. Belastend. Der Typ steht da einfach nur rum und boom. Ah, jetzt fällt mir noch ein Kritikpunkt ein, wo ich so die Bogenschützen schießen sehe. Ein Kritikpunkt war noch, wenn Bogenschützen, Unsere Truppen sind bereit. Zeigen wir diesen Kriegsherrn, wem sie Treue zu zeugen haben. dass wenn du mit Bogenschützen auf Soldaten auf einer Mauer schießt, schießen die Bogenschützen einfach in die Mauer und es trifft aber trotzdem die Soldaten. Das war, glaube ich, noch ein großer Kritikpunkt. Habe ich ja nicht eigentlich den Sammelpunkt hier rübergesetzt gehabt? Dachte ich eigentlich. Eine Nachricht von Tupfan. Sie sind da. Ergreift die Waffen, meine Gefährten. Warte kurz, ich wollte mal speichern, weil es hat gerade geleckt. Das war noch ein Kritikpunkt. Kampagne, dass es wieder oft abstürzt, das war schon immer ein Problem von Stronghold. Nein. So. Gut, die Truppen sind da, ja, wo sind sie denn? Ah, hier. Alter, what the hell? Das sind actually zi What? Okay, das sind actually ziemlich viele, damn. 是，长官, 我们要回家了吗? 还有指令吗? Okay. 我们马上出发。 Nun ja, dieses Haus ist besser als mein letztes, Hoheit. I imagine. Ach du Heilige. Oh, was? Die greifen den Kriegslord an? Oh mein Gott, no, 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 no. Oh mein Gott, no way. Oh, die Gräfin. Der hat sich jetzt quasi den Kriegslord gesichert. Was zum Teufel machen die Typen hier? Oh mein Gott, it's a catastrophe. Catastrophe. Ihr könnt eine Armee aussenden, um den Kriegsherren zu befreien. Dann untersteht er wieder eurem Befehl. Aber der hat doch niemandem Befehl unterlegen. Was? Ja, damn. Da hatte ich nicht genug Soldaten, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es so viele von denen sind. Wir haben actually verloren. Oder? Ja, wir haben verloren. Der. Ja, gut, das müsste eigentlich reichen, um die zu killen. Oh boy. Wir haben halt kein Gold, leider. Ja, gut, das reicht. Puh. Okay, wir konnten es zumindest nochmal abwehren. Holy moly. Ja, das war aber richtig schlecht gespielt, weil ich habe halt auch, ja, ich habe nicht dran gedacht, dass die sind halt hier stehen geblieben und damit meine Typen haben wir abgeknallt. Okay. Okay, wir haben sehr viel Reis. Das heißt, wir können den hier machen, mehr steuern. Dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen Reis verkaufen. Moment mal, verkaufe ich den überhaupt? Nein, ich verkaufe den gar nicht. Es geht gar Solange die nicht, Leute. Steuern dafür eingesetzt werden, die Dinge rund um die Burg zu verbessern. Wie wäre es, wenn da mal eine Nachricht kommt, wenn wir angegriffen werden? Like, what the hell? Da kam gar keine Nachricht, dass wir angegriffen werden. Die haben einfach angegriffen. Oh boy. Das sieht nicht gut aus für uns. Das sieht nicht gut aus. Weil wir sie einfach Gebäude zerstören, obwohl meine Soldaten noch nicht alle tot sind. Toxic.
Okay. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch unser Goldproblem ein bisschen in den Griff bekommen. Dinger kann ich nicht bauen, ne? Verteidigungsgebäude, nope. Ja gut, dann killen wir mal den Kriegslord auf Range. Damit ich mit den snacken kann. Kann ich schon was machen mit den Punkten? Mit den Diplomatiepunkten kann ich noch nichts machen, ne? Ne. Lol. Das sieht zugegebenermaßen ein bisschen weird aus, ja. Okay. Waren es alle meine Waffen? Yes. Oh mein Gott. Oh mein. What? Okay, what? Alter, der. Okay, das ist aber schon ein bisschen übertrieben, oder? What? Wieso zum Teufel greift der immer mit 50.000 Soldaten an? In so kurzen Intervallen. What? Oh boy. Der Burgherr wird angegriffen. Ja, das ist unsere letzte Möglichkeit, hier noch als Sieger hervorzugehen. Ja, nein, 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 geht nochmal ein bisschen zurück. Der Burgherr muss tanken, während die Bogenschützen die Typen abknallen. Was nicht sehr gut funktioniert, wie man sieht, der Burgherr tankt halt gar nichts. Sie haben halt echt trotzdem alle meine Bogenschützen gekillt, obwohl ich den Burgherr dahin geschickt habe. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich das mal ein bisschen im Auge behalten. Ja, wir haben halt kein Gold, man. Oh. Wow, das bringt tatsächlich nichts. Wir sind immer noch im Minus, okay. Kann ich es jetzt verkaufen? Ne, kann ich immer noch nicht verkaufen. Okay. Oh boy. Okay, dann... Kann ich aus dem Vorratslager was verkaufen? Ne, kann ich auch nicht verkaufen. Okay, damn. Ja, das sieht echt nicht gut aus für uns. Das sieht wirklich nicht gut aus. Der wird wahrscheinlich jede Sekunde wird er seine nächste Armee losschicken. Kill du mal den Kriegsherrn da, Bro. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von den Axtkämpfern. Viel mehr. Oh, ich dachte jetzt schon, er hat schon die nächste Armee am Start. Okay. Das ist jetzt unser Kriegsherr immerhin. Der tankt ja vielleicht auch mal was weg. Mein Plan wäre jetzt gewesen, dass wir unsere Bogenschützen hier drauf schicken. Weil das eine erhöhte Position ist. Und entsprechend haben wir da auf jeden Fall einen Vorteil. Dann können wir unseren Kriegsherr zusammen mit unseren Axtkämpfern ein... Oh mein Gott, da kommt schon die nächste Armee. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich meine, es hat funktioniert. Wir haben einige von seinen Bogenschützen schon gekillt. Und das, obwohl der Kampf noch gar nicht angefangen hat, richtig. Aber jo. Das habe ich mir auch anders vorgestellt. Aber der Kriegsherr kämpft jetzt für uns. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Das ist quasi wie so ein zweiter kleiner Burgherr, der seine Typen noch mit abschlachtet. Ja, doch, doch. Das hat schon was gebracht. Okay. Okay. Slowly but surely entwickelt sich hier was. Ihr müsst mir vertrauen. Ich bin ein Stronghold-Experte. Der Burgherr ist die Geheimwaffe. Das war schon immer so. Moment, ist das noch meiner? Das ist echt noch meiner, oder? Die haben wir nicht eingenommen, ne? Aber wieso nicht? Weil sie meine Soldaten mir das noch gebracht haben. Ich habe keine Ahnung. Okay. Gut. Aber es hat ganz gut funktioniert mit den Bogenschützen da oben drauf. Diesmal werden wir mehr haben. Bevor seine nächste Truppe hier eintrifft, müssten wir noch mehr Bogenschützen haben. Und noch eine Axtschmiede. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Ja, wir haben halt viel zu wenig von den Axtkämpfern immer. Diesmal habe ich es fast rechtzeitig gesehen und ein bisschen verspätet habe ich es diesmal gesehen. Kleines bisschen früher, wenn wir es gesehen hätten, dann wäre es nochmal anders ausgegangen. Alright.
Ja gut, aber dadurch, dass wir so viel Reis haben, würde ich trotzdem sagen, machen wir es mal so. Und wenn der Reis ein bisschen abnimmt, dann kann man es ja wieder runterschrauben. Das sollte dann schon passen. Okay. Ich dachte gerade schon, die greifen an. So, dann machen wir noch eine Axtschmiede und dann machen wir noch eine Pfeilmacherei und dann müsste die Waffenproduktion eigentlich ausreichen. Dann denke ich, reicht's fürs Erste. Wieso sammeln sich jetzt meine Bogenschützen hier? Was ist euer Begehr? Das habe ich nicht veranlasst. Interessant. So, was habe ich gesagt? Noch eine Pfeilmacherei, ne? Ja. Mal schnell, super schnell. Dann kommt wahrscheinlich jetzt auch gleich die nächste Armee. So, jetzt. Ihr benötigt Waffen, Hoheit. Okay. Ich glaube, so viele Soldaten hatten wir noch nie. Okay. Ja, nice. Kann man da einfach unendlich Typen draufstellen oder was? Nice. Das gefällt mir. Gut, du sitzt nicht wirklich viel. Ich sitze nicht wirklich viel. Aber der Burke hat ja auch noch ein bisschen HP. Alright. So, was können wir hier eigentlich machen bei unserem Verbündeten? Dem hier. Warlord verbessern? Wert des Vorteils 15. Aber was ist denn sein Vorteil? Irgendwie bin ich zu blöd zu checken, was sein Vorteil ist. Wo sehe ich seinen Vorteil? Meine Diplomaten arbeiten ununterbrochen. Oh mein Gott, jetzt haben wir den Angriff deswegen verpasst. Naja, nicht wirklich. Und Alter, das sind ja weniger. Es sind weniger Soldaten als am Anfang. What the hell? Ja, okay, also die Logik muss man nicht verstehen, oder? Das war gerade safe eine viel kleinere Einheit als die ersten drei, die uns angegriffen haben. What? Was für ein Prank. Das war halt gerade safe eine viel kleinere Einheit. Ja, wow. Sehr geschenkt. Ja gut, dann müssen wir nur noch schnell die drei Kriegsherren platt machen. Das ist ja easy. Das sollte kein Problem sein. Jetzt haben wir jetzt sogar unser größeres Problem, dass wir keine Bauern haben. So, jetzt haben wir hier keine Bögen mehr. Ah ja, super schnell. Bauern werden benötigt, Hoheit. Ja. Und zack. So, dann können wir loslegen, würde ich sagen. Der hat keine Fernkämpfer hier. Das heißt, das sollte auf keinen Fall ein Problem sein. Oh, Moment mal, jetzt habe ich die falschen. Oh mein Gott, ich habe die falschen ausgewählt. Was? Was zum Teufel habe ich gemacht? Oh, es müsste aber noch gut gehen. Yeah. Ja, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich wollte eigentlich die Bogenschützen natürlich in Linienformation schicken. Und halt hinter die Axtkämpfer. Aber das war. Das ist irgendwie schief gegangen. Kommt da gerade die nächste Welle? Nope. Ich unterstehe eurem Befehl. Hoheit, wir haben inzwischen genug Diplomatiepunkte, um Erlässe herauszugeben. Doch seid vorsichtig, denn unsere Kriegsherren könnten auch von unseren Gegnern angegriffen und gefangen genommen werden. Ihr müsst sie unbedingt beschützen. Okay. Na gut, der hier kann er eigentlich nicht. Der kann ja eigentlich nicht wirklich gefangen genommen werden.
Oh nein! Jetzt kann ich ihn nicht einnehmen, weil er meine Soldaten gekillt hat. Elameo. Ja, machen wir es einfach so. Die kriegen beide ein paar Bogenschützen dahingestellt. Ich unterstehe eurem Befehl. Okay. Nur noch ein Kriegsherr, dann gehört das ganze Gebiet euch. Was ist das hier? Diplomatie steigern, das kann ich jetzt abbrechen oder was? Das hat mir ja Diplomatiepunkte gekostet. Eure Steuern wurden bezahlt. Eure Steuern wurden bezahlt. Okay. Ah, jetzt der Vorteil ist Wohnraumkapazität steigern. Jetzt check ich's. Oh mein Gott. Ah. Bei diesem Gebäude ist alles in Ordnung. Der Vorteil steht da oben. Ich bin auch so blind. By the way, greift er uns nicht mehr an, lol. Warum nicht? Am Anfang übelst Panik geschoben, jetzt greift er uns einfach nicht mehr an. Toll. Was für eine weirde Kampagnenmission. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber vielleicht kommt noch ein Endbattle. Wir müssen den bestimmt noch angreifen und vernichten, aber gut, das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Damn, die Reichweite von den Bogenschützen ist ja insane. Ich unterstehe eurem Befehl. Eine Nachricht von Tukfan. Nice. Die Revolution breitet sich aus. Sehr gut. Kein Kriegsherr in der Nähe würde eine Truppe aus Van Lang so schnell zu schätzen wissen. Wir haben die Treue dieser Kriegsherren, doch leider zu wenig Diplomatiepunkte, um Erlässe auszugeben. Errichtet ein Konsulat, um regelmäßig mehr Diplomatiepunkte zu erhalten. Kann ich das nicht auf meine Länder reinbauen? Das muss auf meinem Main-Ding sein. Ja, aber was... Ja, aber was sind Erlässe? Das wurde noch nicht erklärt. Was macht denn ein Erlass? Also jetzt in dem Fall. Da kommen wir gerade so eine Nachricht, dass die unsere Dinger geschickt haben. Schaut euch das an, die Einheiten werden immer kleiner. What the hell? Gegen so eine Einheit hätten wir am Anfang halt niemals verloren. Zählt das rein, wie schnell die down sind, weil es einfach nur so wenige auch sind. Der Feind nähert sich. Was ist der Kranich? Oh. Der Kranich hat uns das gesagt. Ja gut, ich würde sagen, der Kriegsherr, der Tukpan, der kann mal wieder abgehen. Hier fühle ich mich wie ein König, Exzellenz. Ja, du bist doch auch der König, was zum Teufel? Vor allem, wie viele Diplomatiepunkte braucht man für einen Erlass? Wir haben halt 350. Ist das nicht voll viel? Ich hoffe, das wird noch genauer erklärt, was genau das bringt oder warum man das macht. Wäre ganz knorke. Bilden wir einfach mal noch eine Menge von diesen Stammeskriegern aus. Wir haben gerade nicht genug Waffen, aber wir haben relativ viel Gold. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Und deswegen können wir auch noch ein paar von den Dudes ausbilden. Die können dann die Drecksarbeit für uns erledigen. Wir könnten theoretisch auch noch den Typ da einnehmen. Der hat aber relativ viele Soldaten. Oh, Moment mal. Moment mal. Moment mal. Dann müssen wir das hier... Oh, wir haben keinen Reis mehr. What the hell? Oh oh. Nirgendwo was bauen. Ich dachte, ich habe so viele Holzfäller. Mitten im Wald eine Reisplantage. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist meistens so, dass das funktioniert. Oder wir wurden angegriffen. Ach so, nee, das waren die Typen. Dann nehmt den mal kurz ein. Boys. Holen wir uns noch eine Länderei. Für die Diplomatiepunkte haben wir jetzt 500. Das reicht immer noch nicht für einen Erlass, oder was? Was zum Teufel? I don't get it. Oh, super schnell. Okay, die Mission dauert länger als erwartet, weil ich mich am Anfang so inkompetent angestellt habe. RIP. Aber trotzdem ist mit den Diplomatiepunkten sehr crazy. Ich unterstehe eurem Befehl. Ich weiß, dass du das tust.
So, wir haben kein Belagerungsgerät. Aber ich habe vorhin schon gesehen, dass wir es mal angeklickt haben. Man kann einfach die Burgwelle von den Soldaten einreißen lassen. Genau. Ja, ich würde sagen, genau das machen wir auch. Und zwar jetzt. Da, zum Angriff. Zum Angriff. Bringt sie alle um. Ist das noch auf super schnell? Oh, ja. Okay, ist natürlich ganz schön difficult hier mit den ganzen Bogenschützen auf den Wellen, aber it is what it is. Die müssen wir jetzt hier einzeln runterschießen. Ey, warum greift ihr die Welle nicht an? Ihr sollt die Welle angreifen. So, ihr könnt euch auch ein bisschen was machen. Die anderen bewachen euch. Okay. Wenn die hier tapfer die Welle einreißen und das Burghaus, können wir noch ein paar Soldaten für den finalen Angriff sammeln. Die den Hung-General umbringen werden. Ich verstehe nicht, wie das von oben nach unten abgebaut werden kann, wenn wir von unten hacken. Was für eine Logik. I like it. Okay, wir sind fertig. Nehmen wir einfach alle Soldaten, die hier stehen. Für den finalen Angriff. 4X-Formation. Und Autogi. Kann ich jetzt eigentlich auf die Welle drauf? Könnten wir auch, ja. Hört auf abzubauen und kämpft gefälligst. Ja, easy win. Für die Kriegsherren sterben hier extrem schnell und der hat zwei Schwerter gehabt, Holy Moly. Uff. Okay, dann haben wir ausgezogen, würde ich sagen. Und wir wissen immer noch nicht, was ein Erlass ist. Oh boy. Naja. Dann würde ich sagen, was ist das erstmal mit der ersten Folge von Stronghold Warlords. Ja, fand ich sehr nice, muss ich sagen. Also, eigentlich, also ich persönlich kann bis jetzt eigentlich noch nichts dagegen sagen. Von den ganzen Kritikpunkten, die ich auf den Steam Reviews und so gelesen habe, habe ich jetzt eigentlich nicht viel gemerkt. Das Spiel ist nicht abgestürzt und es war auch sonst alles in Ordnung. Gut, klar, die Grafik, muss man sagen, ist Stronghold. Das heißt, sie ist nicht jetzt überragend krass. Aber ich finde, das macht das Spiel auch irgendwie ein bisschen aus, dass es nicht die allerbeste Grafik hat. Aber ja, muss schon sagen, für ein Spiel, das 2021 released wird, auch wenn es technisch gesehen letztes Jahr eigentlich geplant war. Also ich sag mal, die Texturen, die waren bestimmt letztes Jahr schon fertig. Aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich zu hart kritisieren sollte, weil irgendwie macht das Spiel halt dann irgendwo doch aus. Und mich persönlich stört es jetzt nicht so. Also ich meine, wenn das Spiel jetzt ultra geil aussehen würde, aber dafür schlechtere Steuerung oder schlechtere oder nicht mehr das Stronghold-Feeling hätte, dann finde ich das schlimmer. Und so finde ich es eigentlich ziemlich spielbar und ziemlich angenehm. Und ja, dann würde ich sagen, war es mit der ersten Folge. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Stronghold Warlords Video. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.